Moin Leute und damit ganz herzlich willkommen mal wieder zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Und zwar möchte ich euch heute die Personenspitzkehre von dem lieben RPG-Fabi vorstellen. Das ist ein wunderschöner Mod, den ich so ein bisschen in Auftrag gegeben habe. Denn ich habe auf meiner Ruhrkarte das Problem, da ich ja alle Bahnhöfe als Asset baue, habe ich effektiv keine Passagiere dort unterwegs und habe dann überlegt, wie wir das Ganze denn machen könnten. Und da kam Fabi auf die grandiose Idee, eine Spitzkehre zu erstellen mit einem individuellen Straßenanschluss, damit wir einen Austausch zwischen den Gleisen haben und trotzdem Passagiere in die Züge ein- und aussteigen. Das Ganze sieht wie folgt aus. Ich habe hier mal ein kleines Bahnhofsoverlay aufgebaut. Hier mit einem geraden Gleis. Dann habe ich hier noch eine Weiche reingebaut. Und die Person Zickzack ist nichts anderes als ein kleiner Bahnhof, wo ihr später die Züge anhalten lasst. So, wir gehen mal davon aus, dieser Bahnsteig hier ist für die Richtung nach oben und dieser Bahnsteig hier ist für die Richtung nach unten. Das heißt, wir möchten gerne an diesem Bahnsteig, an diesem Ende, unsere Spitzkehren machen. Ich mache das auch nicht komplett am Bahnsteigende, denn kein Zug endet direkt am Bahnsteigende. Deshalb machen wir hier mal, wir haben hier schon eine Aufsplittung drin. Dann würde ich mal glatt hier unsere Spitzkehren einbauen. Die finden wir unter der Rubrik Bahnhöfe. Bisschen weiter nach hinten scrollen, da haben wir dann auch die Personen Zickzack. Und er hat dem Letzten noch eine wunderschöne Einstellung hinzugefügt für die Leute, die mit den Parametern überfordert sind. Und zwar hat er einfach ein Schild erstellt: Sei nicht blöd, ändere die Einstellungen und das Spiel wird dir danken. So, dieses Schild wird so lange dort stehen, bis es eine mögliche Konstellation hat, um diese Spitzkehre zu bauen. Wunderbar. Wir fangen mal an. Ich mache immer eine tendenzielle Länge von 2,5 Metern und mache den Straßenanschluss als Tunnel. Und zack, hier sehen wir die Spitzkehre. Und diese können wir nun ohne Probleme hier ansnappen lassen. Und haben nun diesen kleinen Punkt als Bahnhof drin. Das müssen wir jetzt natürlich logisch für jedes Gleis machen. Wenn wir einen normalen Bahnhof nehmen würden, wäre das ja ein Objekt, wo wir dann über Wegpunkte, Signale oder über die Terminals definieren, an welchem Gleis die Züge halten. Aber da wir natürlich mit dem bald erscheinenden Bahnsteig-Assets jede Menge Möglichkeiten haben, unseren Gedanken freien Spiel zu lassen, also gerade was hier Weichen im Bahnhofsvorfeld betrifft oder im Bahnhof selber, es steht alles frei, ja, wenn wir beispielsweise hier unsere Schiene wieder anbinden, könnten wir auch tendenziell sagen, wir bauen jetzt einfach hier eine Weiche rein, ja. Das ist ja bei einem normalen Bahnhof, da es eine Konstruktion ist, nicht möglich. So, das Ganze können wir dort drüben auch machen. Und dann haben wir unter der Rubrik Straße auch etwas weiter hinten die Street Passenger Zigzag. Mit der könnten wir mit ein wenig mehr Abstand, diese zwei Spitzkehren miteinander verbinden. Was wir natürlich machen können, wir können unten den Straßenanschluss längs machen. Das ändere ich mal schnell bei beiden ab. So, wenn wir jetzt reingucken, wir sehen, die zwei Straßen schauen jetzt in die andere Richtung und daraus könnten wir jetzt eine effektive Anbindung machen. So, damit wären die Spitzkehren miteinander verbunden und es besteht eine Möglichkeit, zwischen diesen beiden Haltepunkten umzusteigen.
schauen wir uns doch die Einstellmöglichkeiten nochmal etwas genauer an. Wir können hier oben auswählen, ob wir verbundene Doppelgleise haben. Das beschränkt allgemein, egal was wir hier unten einstellen, die Gleisauswahl auf 2. Aber wir können das Ganze auch individuell bis zu 8 Gleisen breit machen. Dann können wir logischerweise entscheiden zwischen dem Standardgleis und dem Hochgeschwindigkeitsgleis, ob wir eine Oberleitung haben möchten oder nicht. Und tendenziell kann man diese Spitzkehre ab einem Meter bauen, soweit ich weiß. Genau. Ab einem Meter, das heißt zwei Schwellen breit oder zwei Schwellen lang, reicht schon für euch als Bahnhof. Ich mache das Ganze aber gerne 2,5, weil ich mir selber noch eine eigene umgebaut habe. Dann können wir, wie gesagt, die Richtung unten, die Richtung der Straße unten ändern. Wir könnten den ganzen Anschluss auch noch als Brücke definieren und könnten hier sogar noch die Höhe der Straße einstellen. Eins ist Standard, das ist wahrscheinlich etwa diese 10 Meter, die wir brauchen, damit eine Brücke entsteht. Dort können wir natürlich auch wieder sagen, ob wir es längs oder quer zum Gleis haben möchten. Und wir können das ganze Gleis natürlich auch auf einer Brücke machen lassen. Oh, dazu muss der Straßenanschluss natürlich auf normal gehen. Und dort können wir auf 13 Metern gehen und haben dann eine Spitzkehre als Brücke mit einem Straßenanschluss. Das ist wirklich ein sehr, sehr cooles Feature, vor allem für die ganzen Stöhn- und Nachbauer. Die können, wie gesagt, viel realistischer die Bahnhöfe nachbauen. Ich explizit bin ja auf diesen, oder habe mir diesen Mod gewünscht von Fabi. Wir haben zusammen ein bisschen die Planung durchgesprochen und dann hat er gesagt, ja, ich habe was für dich, hier, teste mal. Und ich bedanke mich recht herzlich für Fabi für diesen wunderbaren Mod. Er wird mir noch viele hunderte Stunden die Arbeit erleichtern. Und das war's auch schon. Falls ihr hier irgendeine Frage zu dieser Spitzkehre habt, könnt ihr sie gerne unten in die Kommentare oder im Forum posten. Und zum Abschluss möchte ich euch gerne mal ein kleines Beispiel zeigen, wie wir denn diese Spitzkehre einsetzen können. So, als Fallbeispiel möchte ich euch gerne mein Nachbau des Hagener Hauptbahnhofes im Rhein-Ruhr-Projekt zeigen. Und falls wir mal so grob drüber schauen, ja, so viele Spitzkehren sind dort drin verbaut. Also das wäre eine Möglichkeit, wie ihr das Ganze anwenden könnt. Das müsst ihr natürlich nicht so ausarten wie ich, denn ich setze fast für jede Linie eine eigene Spitzkehre, da bei mir jede Linie eine andere Länge hat und ich sozusagen den Zug unterschiedlich an dem Bahnsteig halten lassen kann. Das müsst ihr für euren stinknormalen Zugbetrieb natürlich nicht realisieren. Aber schauen wir doch mal genauer hin. Ja, wir haben hier ziemlich am Ende des Bahnsteiges Spitzkehren für den ICE. Moment, auf der Seite hier, genau. Hier hält zum Beispiel der ICE, weil der beispielsweise die komplette Länge des Bahnsteiges braucht. Und hier haben wir noch eine Spitzkehre, die dann mittendrin ist, wo dann die ganzen Regios und ein Kurz-ICE hält, weil einfach dieser Bahnsteig bis zur Spitzkehre dahin schon ausreicht. Und gerade als Fallbeispiel so einen Bahnhof in der Form, in dieser Form mit der Krümmung, mit den Gleisen mittendrin, geht nur mit den Bahnsteig-Assets. Wie gesagt, die werden bald veröffentlicht und dort sind überall Spitzkehren verbaut. Was noch wichtig zu sagen ist, falls ihr diese Spitzkehre verwendet, mit
eingeschaltetem Debug-Modus könnt ihr mit der Taste Alt, GR und L die Lanes einblenden lassen. Es mag für den ersten Blick etwas sehr verwirrend aussehen, aber wenn wir uns beispielsweise unsere Spitzkehren hier anschauen, das ist der highlighted Bereich, und da sehen wir, wie diese Striche an der Spitzkehre entlang gehen. Schauen wir nun in die Richtung, in die die Pfeile zeigen oder diese Striche, dann öffnen sich die Türen an den Fahrzeugen immer auf der rechten Seite in Blickrichtung. Das heißt, hier sind die Spitzkehren falsch rum eingebaut. Nur als Beispiel. Schauen wir uns nun diesen Fallbeispiel an. Dort gehen die Striche in diese Richtung, also schauen wir in diese Richtung. Und wie gesagt, die Türen öffnen sich immer dann in die Blickrichtung nach rechts. Also sind die hier ebenfalls falsch eingebaut. Plus das nochmal kurz zur Info. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Mod. Lasst mir mal ein paar Bilder da. Auch eure Erfahrungen. Das würde mich sehr freuen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder einschaltet. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.